Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren, ja, Talk hier bei Kino Plus, beziehungsweise zu einem kleinen Spezialinterview im Rahmen unseres feinen Formats, um euch über andere und neue Filme zu informieren. So, denn wir haben heute die große Freude, Tino und ich, wir haben Nikias Chrysos zu Gast. Vielen Dank. Der, ja. Vielen Dank für die Einladung. Dein Applaus. Ja, der eigentlich schon längst mal hier hätte sein können, denn ich bin Fan deines ersten Films, deines ersten Langfilms. Den hatte ich schon vor einiger Zeit fasziniert und verstört wahrgenommen und habe mir gedacht, oh Mann, das kommt aus Deutschland. Wow, Respekt, Hut ab. Aber jetzt hast du einen neuen Film gemacht, der startet. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann dieses Gespräch rauskommt, aber ich meine, es müsste noch vor Start deines Films sein. Am 25.11. genau. Startet A Pure Place, dein neuer Film. Über den wollen wir reden. Und wir wollen aber auch über alles andere reden, was du bisher so gemacht hast, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und wie es vor allem, wie, ja, für dich machbar war oder möglich war, solche Filme hierzulande zu produzieren und dafür auch noch Fördergelder zu bekommen. Ja, das mag ich nicht auch. Das ist wirklich für mich ein also es war schon für beide der Bunker erstaunlich, so, weil ich gedacht habe, wo kommt der Bunker auf einmal her? Weil man hatte, oder ich hatte bislang nicht wirklich von dir gehört. Und dann ist da dieser Bunker da und ich dachte mir, ey, wer kann denn so einen Film in der Qualität dann auch und mit dem Verstörungsgrad hier in Deutschland in die Kinos bringen oder auf DVD und Video? Das ist ziemlich cool. Aber bevor wir mal so hier ins on Detail gehen, würde mich natürlich ein bisschen was interessieren. Nämlich, du hast jetzt zwei Filme gemacht, die schon härterer Tobak sind. Und du hast auch Musikvideos gemacht, die nicht unbedingt weniger verstörend sind. Was ist so ein Film, wo du sagst, ey, das verstört mich, das macht mich fertig? Also den gucke ich und der macht mich, also den kann ich immer wieder gucken und ich bin immer wieder am Arsch danach. Ich wollte jetzt eher sagen, sowas wie Honig im Kopf oder so. Ja, okay, auf die, nein, aber wir reden ja, schon ja, mal von ja, auf der, ja, ja. aufgrund der eigentlichen ja. Intention, ja, nicht ja. irgendwie aufgrund genau. von irgendwie ja, ja, Fehlleitungen ja, ja. oder sowas. Vielleicht Possession, ich müsste mal überlegen, also dieser Zulawski-Film von damals, wo es ja so eine Eifersuchtsgeschichte gibt und sie sich dann aber mit einem Monster sozusagen vergnügt. Ich glaube, das fand ich so durch diese, gar nicht mal so sehr durch das Monster oder sowas, aber so durch diese Intensität und so des Spiels und diese hysterische Grundstimmung, finde ich, dass das irgendwie sowas ganz Verstörendes oder Unangenehmes bekommt und so. Also ich erinnere mich so meine ersten Begegnungen mit Horrorfilmen, das war natürlich so mit so zwischen 10 und 12 und so, also es halt teilweise noch in VHS-Zeiten. Damals war es natürlich erstmal spannend, diese Filme irgendwie an diese Filme ranzukommen und so. Und ich erinnere mich, dass wir so ein Tape hatten, das war so eine Compilation aus Szenen aus Splatterfilmen. Das hieß irgendwie Art of Horror. Ich weiß nicht, ob du das kennst du das? Na klar, ja. Ich habe beide noch zu Hause im Schrank stehen. Ich habe nur die erste Folge. Alter, endlich treffe ich mal jemanden, der sie kennt. Ja, das ist endlich. Wirklich, ich musste gerade dran denken, weil da waren ja so Sachen wie diese Szene aus diesem japanischen so quasi dokumentarischen Film über die Kriegsverbrechen. Ja, genau. Ja, ne, wo man sieht, was sie für Tests an den Leuten gemacht haben in diesen Internierungslagern, wenn denen die Hände abfrieren und aus Intruder oder so. Ich weiß nicht, was da noch für absurdes Thema, aber lustig, weil das ist natürlich echt eine Weile her. Und aber es gab auf jeden Fall damals immer schon so eine Faszination eben für diese Sachen und natürlich auch so in dem Alter, die überhaupt irgendwie da ranzukommen und so. Ja, das war Raum Heidelberg, habe ich genau, na, in Heidelberg bin ich aufgewachsen. Damals gab es auch noch so Videostores, Incredibly Strange, Video in Berlin und sowas. Also ja, ist ja alles schon eine. Und habt eine ihr dann Weile bestellt her. Oder genau, wir oder haben das damals bestellt, teilweise mit gefälschten Ausweisen oder so, oder vielleicht auch über die Eltern, das weiß ich nicht mehr so genau, aber das war auf jeden Fall schon so einschneidende Seherlebnisse. Überhaupt war es so, mein Vater kommt ja aus Griechenland und wir waren dann oft so einmal im Jahr in Griechenland und im Sommer auch viel im Kino oder in Open-Air-Kinos. Und damals war es auch als Kind möglich, Filme zu sehen, die man hier eben nicht im Kino hätte sehen können. So, weil das ganz anders läuft mit der Altersbeschränkung. Ja, wir haben ja einen Kollegen hier, Gregor, der ist auch Grieche, und der erzählt halt auch gerne mal davon, dass er halt in jungen Jahren in Griechenland Sachen sehen konnte, die waren hier fernab jeder Vorstellung, beziehungsweise fernab jeder Altersfreigabe. Ja, ja. Das, also ich habe in Griechenland auch schon,
weiß noch, so Basic Instinct 2, da saß ein kleines Kind dabei oder so, das hat vielleicht irgendwie nur irgendwas, irgendwie seine Cola getrunken oder so. Aber ich habe da so, ja, Actionfilme, Jackie Chan, Nightmare on Elm Street war für mich damals sehr, auch sehr einschneidend, der vierte Teil im Kino zu sehen, so auch relativ jung, solche Erlebnisse. Ja, geil. Und was hat dich dann dazu gebracht, zu sagen, okay, ich will das selbst machen? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich so mich so für viele unterschiedliche Sachen interessiert habe. So. Ich habe als Kind auch gerne so Hörspiele mit Freunden gemacht. Ich habe auch gerne Sachen geschrieben, mir so Kurzgeschichten ausgedacht. Habe dann aber schon ja, das Kino einfach sehr geliebt. Und dachte so, vielleicht werde ich Kinobesitzer. Dann kann ich immer kostenlos ins Kino sehen. Ja, bin ich immer gut versorgt mit Filmen. So, genau. Und dann habe ich eigentlich nach dem, ich habe Zivildienst in der Frauenklinik in Heidelberg gemacht. Das hatte noch nicht direkt mit Film zu tun. Und habe damals, gab es aber eine Ausgabe von Cinema mit ganz vielen Produktionsfirmen, die Praktikumsstellen zu vergeben hatten. Und da habe ich mich dann ziemlich bunt beworben. Mein Empfehlungsschreiben kam von diesem Frauenarzt, weil ich sonst nicht so viel Erfahrung hatte. Der meinte aber, Herr Christoph ist ein zuverlässiger Mitarbeiter und so. Und, ich empfehle ihn. Und er meinte auch, ich soll immer mal einen Film über ein Krankenhaus machen, weil das sehr spannend ist, wie es da abgeht. Und habe dann so meine erste Produktion als Praktikant gemacht für so eine Werbefilmproduktion. Und so hat es dann angefangen durch. Damals wurde eigentlich so gesagt, okay, das ist so ein Arbeitstest und dem Sieger, der dann kostenlos hier mitarbeiten darf, der kriegt dann eine Praktikumsstelle und die gab es dann aber nicht so wirklich, glaube ich. Und dann habe ich war ich dann bei ProSieben und habe so bei Kurzfilmen mitgemacht und auch dadurch, dass ich so jetzt erstmal das erste Mal so richtig Leute kennengelernt habe, die auch Filme machen wollen, mit denen meine ersten Kurzfilme gemacht. Und so hat sich das dann so Stück für Stück weiterentwickelt. Aber was hast du denn dann bei ProSieben gemacht? Also ich meine, die stellen ja nicht auch unbedingt Leute ein ohne Erfahrung, beziehungsweise die wollen ja schon irgendwie wissen, dass man irgendwas auf dem Kerbholz hat, um dann da arbeiten zu können, oder? Also das war auch schon so ein bisschen eigentlich der Weg, um mich irgendwann vielleicht auf einer Filmhochschule zu bewerben, weil ich Praktikumserfahrung brauchte. Das lief damals tatsächlich über einen Bekannten dann und das war auch jetzt nicht so direkt im Filmbereich, sondern damals gab es so eine Online-Seite, es war eigentlich so ein Celebrity-Magazin, irgendwie so ein Nebenableger von ProSieben, die Seite hieß damals Starwatch. Wurde dann auch irgendwann eingestellt, leider. Aber damals war das für mich eine Möglichkeit, auf Konzerte zu gehen, Buchrezensionen zu schreiben. Ich war erstmal so auf Pressevorführungen und konnte halt nebenher in München dann irgendwie mit Freunden so entweder bei Kurzfilmen helfen oder meine eigenen Sachen entwickeln. Und dann habe ich ein Volontariat danach, als Starwatch eingestellt wurde, wurde mir ein Volontariat angeboten. Dann war ich kurz bei Galileo, aber habe dann eben gesagt, nee, will mich eben an Filmhochschulen bewerben und habe mich dann darauf konzentriert. Und was waren so deine Arbeiten? Ich meine, ich habe mal die Gelegenheit gehabt und war Kabelträger beim ZDF. Mhm. Aber das haben wir halt nur gemacht, weil nicht, weil wir gedacht haben, oh ja, geil, das ist unser Schritt in die Filmbranche oder sonst irgendwas, sondern oh geil, da gibt's einen richtig guten Stundenlohn. So, ja. Das ist ein Kackarbeiten, ja, so. Ja, wenn du halt wirklich so eine fette ZDF-Kamera irgendwie dann so eine Treppe hochheben musst mit 5 Mann. Aber es gab richtig gut Kohle, ja. Also ich weiß mal, was musstest du machen? Bei Starwatch war das wirklich fast so Redaktionskritiken schreiben und so. Das war in der Hinsicht eigentlich ganz spannend. Bei Galileo war das dann auch so Beiträge betreuen, da mitgehen und mithelfen, bei Recherche mithelfen. Und sonst teilweise so Teleprompter und so für den Moderator bedienen, also so richtig klassisch auch, ja, Fernseharbeit. Ich durfte mal bei den Aufnahmen des Voice-Overs dabei sein oder das auch mal betreuen und solche Sachen. Und war das von Vorteil, um dann in der Filmhochschule anzufangen? Es hat nicht direkt in die Filmhochschule jetzt geführt, würde ich sagen, aber ich fand das auf jeden Fall mal spannend, so einen Redaktionsalltag mitzuerleben. Ja, man war ja auch bei den ganzen Sitzungen morgens dabei, auch wonach diese Sachen, die dann gesendet werden, aussortiert werden, was für ein Zielpublikum wird da versucht zu erreichen. Ständig wird natürlich geguckt, was ist tagesaktuell, auch die Geschwindigkeit, mit der da produziert wurde und so. Insofern fand ich das schon spannend, aber ja, ich wollte eben Film studieren und habe das dann auch danach weiterverfolgt dann. Und du hast dann 2 Unis studiert. Wenn genau, ich hatte mich davor dann an verschiedenen Hochschulen in Deutschland beworben und unter anderem auch mit meinem ersten richtigen Kurzfilm, der hieß Dope, wird zum Glück hier nicht auftauchen. Da habe ich auch selber mitgespielt, nämlich auch die Musik selber gemacht und sonst nur mit Freunden eben gedreht. Das war so eine, ich würde sagen, so eine Kifferkomödie. Kein schlechtes Genre unbedingt. Ich weiß gar nicht,
ehrlich, mit Guy Ritchie kann man das jetzt nicht direkt vergleichen, aber es ging eben um zwei Kiffer, die nichts mehr zu rauchen haben und die müssen dann zu dem großen Drogenboss gehen und ihm was abkaufen. Und, ja. Klingt nach Ananas Express. Könnte, ja, geht so in die Richtung. Wir haben den Film dann gemacht und dann wurde ich nach der Premiere auch gefragt, so, ja, der Film ist ja gut, aber warum hast du dir nicht richtige Schauspieler? Die kriegt man doch auch für einen Kurzfilm und so. Aber es war trotzdem schön, das mit Freunden zu machen und so. Ich hatte mich auf jeden Fall dann unter anderem mit dem Film und mit aufwendigen Bewerbungsmappe dann an verschiedenen Hochschulen beworben und das hat damals nicht geklappt. Dann war ich ein Jahr in England und habe da studiert. Das war so eine Kunsthochschule, wo man auch Fotografie, Grafikdesign studieren konnte. War auch interessant, weil es sehr international war, aber es war trotzdem jetzt nicht vergleichbar mit so einer total auf Film spezialisierten Schule. Ich konnte da aber einen Kurzfilm machen, den wir auf Film damals gedreht haben noch und am Steenbeck und so geschnitten am Schneidetisch. Und mit dem habe ich mich dann beworben und wurde dann in Ludwigsburg angenommen. Wann war das, dass du den Dope gedreht hast? Dope war 20 Jahre her. Das ist ewig. Also Anfang 2000 her, genau. Das war irgendwann kurz nach dem Zivildienst und so. Dann. Also da warst du so 19, 20 ungefähr. Genau, ja. Okay, ja. Und letztendlich angenommen worden bist? Also 2002 und letztendlich Diplom habe ich 2009 gemacht. Das ist schon dann, ja, schon. Aber du hast auch währenddessen schon einen Film gedreht, ne? Oder beziehungsweise Ich habe Kurzfilme, mittellange Filme und so. Ich habe Dokus gemacht, auch während der Studienzeit und so. Und danach dann meinen ersten Film vorbereitet. Und genau, das, da werden wir sicher dazu kommen. Das war der Bunker dann, oder was? Naja, das war eben nicht der Bunker, sondern ich hatte damals schon eigentlich die Idee zu Pure Place oder dem, was dann später Pure Place wurde. Und hatte auch eine Drehbuchförderung bekommen, um das Drehbuch zu schreiben und so. Und wir haben es damals nicht finanziert bekommen. Deswegen auch sehr interessant natürlich deine Frage, wie geht so dieser Weg? Ich hatte damals mich total auf ein Projekt konzentriert und war dann sehr frustriert, weil ich dachte, ja, das ist doch irgendwie was Besonderes und habe ich so aus Deutschland nicht gesehen. Damals gab es auch noch, jetzt sind, glaube ich, Sekten auch noch viel omnipräsenter so in Filmen, tauchen ja in unterschiedlichsten Formen auf. Damals war das, gab es das aber noch, also es gab Wicker Man und solche Sachen, natürlich, das war für uns ein Vorbild, aber es war noch nicht so im aktuellen Kino so aufgetaucht. Tja, und das ging damals nicht. Es war damals immer zu weird und zu seltsam. Und aus dieser Frustration heraus habe ich dann den Bunker gemacht und mich dabei dann wenigstens sehr frei gefühlt. Aber und der Bunker ist doch nicht weniger weird und seltsam? Nee, der ist nicht weniger weird, aber ich habe dann der ist wahrscheinlich weirder, meiner Meinung nach, oder anders, auf eine andere Weise weird vielleicht. Aber ich habe den Bunker so konzipiert, dass ich ihn für wenig Geld machen kann. So, das war dann von vornherein oder für verhältnismäßig kleine Mittel. Dadurch, dass wir dieses ganz konzentrierte Setting, das ist ja wirklich ein Motiv, mehr oder weniger mit vier Schauspielern. Und ich wollte unbedingt dann etwas entwickeln, wo ich nicht noch mal diese ganze normale Finanzierungsrunde durchlaufen muss. Also neues Projekt anfangen, dann die Sender abklappern, weil diese Absagen natürlich auch immer viel Energie und Drive und Zeit kosten, so. Ja, und vor allem wahrscheinlich Motivation. Und Motivation, genau, klar. Irgendwann hat man dann auch, irgendwann ist das weg und deswegen wollte ich was, okay, wir machen was, das können wir überschaubar, das kriegen wir womöglich irgendwie hin, wenn wir schnell die richtigen Partner finden. Und so hat dann auch ein bisschen gedauert, aber da ging das dann von der ersten Idee bis zum Dreh anderthalb Jahre oder so, was sozusagen verhältnismäßig kurz ist. Und den Bunker gab's den wirklich? Also, ich meine, man sieht ja immer nur diese eine Perspektive aus dem Haus raus. Und fast alles spielt ja so gesehen ansonsten drin oder innerhalb des Bunkers. Gab es diesen Bunker wirklich? Im Endeffekt haben wir, glaube ich, drei Motive. Ist das hauptsächlich aus drei Motiven zusammengesetzt? Also dieser Bunkereingang im Wald. Dann, Großteil des Films wurde in einem Einfamilienhaus in Kleinmachnow in der Nähe von Berlin gedreht. In so einer, ja, man kann sagen, so einer kleinen suburban Reihenhaussiedlung, sowas in der Art. Dieses Haus stand zum Verkauf, die waren gerade ausgezogen. Und genau, das konnten wir in dieser Zeit dann eigentlich wie ein Studio nutzen, haben das komplett abgehangen, verdunkelt, diese Lichtkästen davor gestellt und konnten dann da eigentlich in der Zeit mehr oder weniger machen, was wir wollten. Und dieser Kellerraum, in den der Student noch einquartiert wird, der war dann noch mal in einem anderen Haus in der Nähe, weil es da diese schönen, sehr niedrigen Decken gab, sodass sie da alle gebückt laufen mussten. Aber alles relativ dann nah beieinander. Genau, das war alles dann recht kompakt, ja. Wie ist denn Geisendörfer da mit reingerutscht? Ja. Also wie ist denn das zustande gekommen? Weil da habe ich auch nur mal irgendwo sowas halbwegs, aber ich habe es nicht richtig verstanden, wie
Die Vorgeschichte ist so, ich habe Hannah mal durch Zufall, ich hatte so eine Art Residency noch mit diesem Pure Place Projekt, mhm, bei einem eine Art Stipendium vom Cannes Film Festival, bei dem ich in Paris gewohnt habe eine Zeit lang. Es war so drei Monate mit fünf anderen internationalen Regisseuren, die an ihrem ersten oder zweiten Spielfilm gearbeitet haben. Bekannte Namen? Ich weiß nicht, wer ist der Bekannte? Wenn du sie googelst, mit Rebecca Daly, ist eine irische Regisseurin, die ist sehr spannend. Kommt mir mal so, wahrscheinlich. Antonio Vargas, ein mexikanischer Regisseur, Adrian Citaru, Yang Heng, ein Chinese, den ich sehr schätze, der ganz tolle Filme macht, und Manuel Nieto, falls jemand die mal googeln will. Also sind alles auf jeden Fall sehr spannende Regisseure. Und bei meinem ersten Abend auf einer WG-Party vor der, keine Ahnung, Käsetheke oder so, habe ich Hannah kennengelernt, die damals in Paris studiert hat. Und dann habe ich irgendwie gecheckt, ach so, Hannah Geißendörfer, sie hat auch was mit Film zu tun und so. Und wir haben uns dann angefreundet. Und ganz ursprünglich in der frühen Phase gab es mal die Idee, den Bunker mit Crowdfunding zu finanzieren. Ich wollte das eigentlich nicht, weil, also noch bevor Geißendörfer dazugekommen ist, mhm. Sorry, wenn ich jetzt zu weit aushole. Nein, müssen wir vielleicht erstmal erwähnen, wer Geißendörfer überhaupt ist, weil das habe ich jetzt einfach so. Das ist doch der Mann, der die Lindenstraße erfunden hat. Genau, und das ist seine Tochter. Ja, genau, also. Er hat lange die Lindenstraße gemacht und ist auch sonst zahlreiche Filme gemacht. Und seine Tochter führt jetzt diese Firma eigentlich weiter oder hat sie neu aufgestellt. Und sie habe ich damals kennengelernt und dann hatte ich mit einem anderen Produzenten damals eine Crowdfunding Kampagne. Ich wollte das eigentlich gar nicht machen, weil man sich da immer so exponiert und am liebsten hätte ich das so ganz unter dem Radar gemacht. Und als wir auch dieses Crowdfunding-Ziel nicht erreicht haben, habe ich dann also, oh nein. Ich wollte auch, ja, aus zahlreiche Gründe, auf jeden Fall haben wir das Crowdfunding-Ziel nicht erreicht. Und dann habe ich danach Hannah getroffen und sie hat gesagt, naja, ihr wolltet das Crowdfunding machen. Ich habe mit meinem Vater gesprochen, stelle ihm das doch mal vor, das Projekt, und vielleicht würde er da einsteigen und so. Mhm. Sie mochte also auch meine früheren Filme. Und dann habe ich mich mit Hans eben getroffen und er hat uns gesagt, okay, ich gebe dir eine Summe X, eine sehr kleine Summe für einen Film, aber es war noch etwas mehr, als wir für das Crowdfunding haben wollten. Und im Endeffekt sind sie dann die Co-Produzenten von meinem Film geworden. Ich bin selber Produzent geworden, weil Geißendörfer Film auch nicht sozusagen einen Film mit so niedrigem Budget aus eigener Verantwortung heraus eigentlich produzieren kann. Mhm. Wir haben den Film dann wirklich mit, man kann sagen, Makro-Budget gemacht. Ist halt krass, weil man das gar nicht sieht. Also für ein Regiedebüt, finde ich, ist das ja unglaublich stilsicher und es wird auch so, als ob du lange dir über vieles, also was wir natürlich viele Gedanken gemacht haben, aber es wirkt halt unglaublich stilsicher und man merkt das niedrige Budget halt nicht, sondern der Film sieht halt so aus, als ob er das Geld, was er benötigt hätte, auch spielen zur Verfügung gehabt hätte. Also das finde ich schon sehr beeindruckend. Hast du den zufällig den Loose gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja, von Tillmann Singer. Ich finde, du hast halt schon da in Bunker so ein bisschen vorweggenommen, was Tillmann halt noch so ein bisschen weiter ausgereizt hat. Oder bisschen, also, wo er halt die Stilschraube noch weiter aufgedreht hat. So. Aber das fand ich auch, dass bei der Bunker halt, dafür, dass es halt wirklich so ein abgestecktes Setting und so ein, eins deiner Lieblingsthemen, so ein Mikrokosmos war, fand ich, das sah halt alles gut aus. Und du hattest ja auch gute Leute. Ne? Man muss ja mal zusagen, ihn hier, den Vater, den kannte ich aus Kanak Attack. Ja, genau, das ist eine, der, wo er mir das erste Mal begegnet ist, David Scheller, noch sehr jung damals. Ja, weil da, seitdem kenne ich ihn. Und ich mag Kanak Attack, ich fand den echt gut, auch wenn er halt sehr wild ist. Und hier, den Studenten. Pit Bukowski, genau. Ja, super. Den kennt man ja halt auch inzwischen schon von diversen irgendwie Rollen und hat bei Das Boot gerade zuletzt mitgespielt. Ich finde auch, der hat so eine krasse Aura. Ich war neulich in dieser Premiere von Coop, wo er auch zu Gast war und setzt sich dann da irgendwo vorne hin. Ich dachte wieder, krass. Und die Person, neben der er sich gesetzt hat, dachte ich, das ist halt irgendjemand. Dann war es der Hauptdarsteller von dem Film, den wir gerade geschaut haben. Und ich habe den gar nicht als Schauspieler erkannt, weil er ihn so überlagert hat, aber nur als Freund irgendwo dabei war. Also ich finde, Pit Bukowski, natürlich Daniel Friedhahn, ist halt auch ein Glücksgriff. Also gerade für den Film, für Pure Place auch ein Glücksgriff gewesen. Aber hier hat er natürlich eine
größere Rolle. Das war aber schon vorher ein Freund von dir, oder seid ihr? Genau, also ich war mit Una und Pitt war ich befreundet und Danny auch. David kannte ich auch schon lange. Wir hatten mit allen schon gearbeitet eigentlich. Mhm. Mit den dreien hatte ich schon gedreht und mit Una, also hatte danach auch ein freundschaftliches Verhältnis. Mit Una war ich befreundet. Wir hatten auch schon mal ein Lied zusammen gemacht, mhm, einen Kurzfilm von mir. Und so ist das so ein bisschen zusammengekommen. Okay. Und ich hatte dann wirklich das Glück, einfach auch ein richtig tolles Team, ja, Szenenbild, auch die Kostüme, die du im Abspann dann ja nochmal abfeierst, die jetzt auch also eine tolle Künstlerin ist, Matthias Reißer, der Kameramann, die sich da alle total eingebracht haben. Ja, ist auf jeden Fall ein schräger Film. Ich meine, haben die Geißendörfers mal was gesagt, so von wegen, warum hat die Frau jetzt ein Auge im Bein? Ich glaube, die sind da einfach so mitgegangen. Ich erinnere mich auch, der Editor, mit dem ich den Film geschnitten habe, Carsten Eder, ist auch ein alter Freund von mir. Wir waren schon früh auf der Schule zusammen. Er hat dann vor mir Schnitt studiert in Ludwigsburg. Und dann kam irgendwann, und der schneidet immer normalerweise zu Hause, und dann kam Hans Geißendörfer halt zu ihm nach Hause, hat sich so gemütlich gemacht und das erste Mal den Film gesehen. Und er war aber total angetan. Ich glaube, was ihm ganz am Anfang, auch bei meinem ersten Treffen mit Hans wichtig war so, es soll eine handwerkliche Qualität sein. Also wir sollen nicht jetzt so auf Mini-TV oder, also kann ja alles ästhetisch begründet sein oder so, aber das, also, oder vielleicht gar nichts gegen Mini-TV, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das war ihm einfach wichtig sozusagen. Und sonst ist er da irgendwie mitgegangen. Er hat ja auch so teilweise schon düstere Filme selber gemacht. Also, ja, bei ihm lagert halt so Lindenstraße natürlich über allem. Genau, aber, das ist so ein bisschen schade. Teilweise hat er, glaube ich, einen der ersten deutschen Vampirfilme, Jonathan heißt der. Hm. Und war für einen Oscar nominiert und so. Also das aber ist so bekannt als Lindenstraße. Ja, aber war auch das erste Mal, wo ich dann Gründer, natürlich auch so vom Bunker gehört habe. Und dann sieht man das Geißendörfer und dann denkt man natürlich auch erst so, schwierig, aber wird das so ein typisch deutscher, wird das so ein typisch deutsches Ding, aber nein. Ja, dann guckt man so, okay, vielleicht macht sie auch was ganz anderes, und dann schaut man so ein bisschen, was so generell passiert ist, und dann merkt man erst so, okay, man hat ihm Jahrzehnte Unrecht getan, weil man natürlich in dieser Lindenstraße auch als Co-Produzent für so englische Sachen wie Bavarian Sound Studio, diesen Peter Serkin-Film oder Uncle Bon Me und so, also das ist, ja, schon, ist halt Wahnsinn, was er alles macht. Spannend eigentlich, Und sag mal, wie siehst du das? Also, glaubst du, die Verstörung wird dadurch verstärkt, dass du eine gewisse Qualität an den Tag legst? Oder ist es dann eigentlich fast egal, wenn der Film schon so richtig rough und dirty und grobkörnig wirkt? Also, wie siehst du das? Ich meine, du hättest den Film ja auch wirklich deutlich, sagen wir mal, dokumentarischer machen können, also so, oder auch realitätsnäher, also dass man so wirklich halt dicht dran ist, wie es so für den ersten, Film schon mal gerne mal verwendet wird, so eine wirklich, shaky oder beziehungsweise dynamische, wackelige Kamera, die halt auch irgendwie schon fast die Anmutung eines Urlaubsvideos irgendwie erzeugt. Ich frage mich halt auch immer, was ist irgendwie schwieriger? Ich meine, bei zum Beispiel, bei Nicholas Winding Refn, so ein Pusher, die kamen ja schon alle raff und unangenehm rüber auch fies so. Ja. Aber er hat es trotzdem geschafft, dann mit einer deutlich präziseren und stilistischeren Bildkomposition auch halt fiese Szenen und unangenehme Szenen zu erzeugen. Wie siehst du es? Das ist echt eine gute Frage. Ich finde auch den Weg von Nicholas Refn, also da in der Hinsicht, tatsächlich sehr interessant, weil das war wirklich sehr dirty und ungefiltert am Anfang. Und es hatte trotzdem natürlich irgendwie eine klare Ästhetik und so, aber diese immer stärkere Stilisierung und so, also oder diesen Weg zu gehen. Ganz am Anfang dachte ich, wir drehen den Film viel freier, sogar ohne Drehbuch, weil ich auch einfach so, ich wollte das schnell machen. Ich hätte den wahrscheinlich auch eben mit einer kleineren Kamera gedreht, alles ein bisschen abgerockter und so. Es hat sich dann so im Zusammenspiel auch mit dem Team irgendwie entwickelt, dass man einfach auch diese Lust bekommen hat, das so zu gestalten. Ich erinnere mich auch, als Henrike das erste Mal so die Kostüme von Klaus und so, ich hatte mir das auch noch so ein bisschen runtergedimmt, dann hatte ich so gelbe Bommel, und ich dachte, was ist das, wo kommt das her? Da musste ich so kurz überlegen und habe gesagt, ja komm, weil die Leute auch Lust haben und so, dass man sich sagt, okay, wenn man das schon hat, dann kann man sich auch austoben, so. Und es gab natürlich immer diesen Humor da drin. Und das stimmt, man kann es noch eine Nummer ungefilterter, unangenehmer, so dass man auch noch mehr denkt, was ist mit diesem Jungen? Ist er jetzt besessen? Ist das ein ganz abartiges Rollenspiel und so, dass man das noch mehr in diese Richtung macht? Aber irgendwie hat das auch so viel Spaß gemacht, diese Welt zu gestalten, dass wir einfach so gesagt, so diesen Weg gehen wir, auch die Räume unterschiedliche Farbstimmungen zu geben und so, dass man sagt, okay, wenn dieses Setting so begrenzt ist, kann man das trotzdem gestalten, so dass es auch visuell einfach spannend bleibt. Und was hat
wie heißt der, Daniel heißt er, ne? Der Junge, der Schauspieler, der den Jungen spielt. Was hat der dir gesagt, als du dann beim nächsten Film ankamst und sagst, pass auf, du musst dich jetzt richtig schön dreckig machen und dann schmiere ich dir auch noch mal obendrauf irgendwie Fett ins Gesicht. Schweinefett. Ich glaube, der hat gar nicht mehr viel gesagt. Für ihn das Hauptding war, dass er, ich hoffe, ich darf das sagen, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass er Flugangst hat. Der wollte nicht fliegen. Und das war erstmal so ein Ding, wie komme ich nach Griechenland? Und der ist dann auch am Anfang tatsächlich, weil wir haben den Film ja im zweiten Film in Griechenland gedreht, ist dann, glaube ich, mit den Beleuchtern runtergefahren und dann mussten sie noch auf eine Fähre. Und das war so schlimm für ihn, der ganze Weg über, keine Ahnung, 2 Tage, dass er dann doch zurückgeflogen ist. Aber ich glaube, der war einfach schon so ein bisschen gewohnt, okay, hier passiert wieder was Seltsames und er geht mit auf diese Reise. Ich erinnere mich auch, als ich ihn damals, da hatte ich ihn auch eine Weile nicht gesehen. Wir hatten schon einen Film zusammen gemacht, der in so einer Hochhaussiedlung spielt. 40-minütigen Film, der heißt Hochhaus und er spielt da den großen Bruder. Der Film ist auch, sage ich mal, deutlich rougher so als die anderen. Es spielt zwar auch so in einem Mikrokosmos-Plattenbausiedlung, aber ist eben nicht so stilisiert. Da gibt's eine Traumebene, die sich dann von dieser Plattenbausiedlung abhebt, aber sonst ist der relativ rough, würde ich sagen. Da haben auch David Scheller und Daniel Friedmann mitgespielt. Auf jeden Fall hatte ich ihn eine Weile nicht gesehen und habe ihm dann gesagt, ja, ich habe hier eine Idee für einen Film und kannst du dir vorstellen, das 8-jährige Kind zu spielen? Und dann ist er so, ist er mir auf den Schoß gesprungen und hat mich so umarmt und hat mich so angeguckt und mit den Augen geklimpert. Und das war dann praktisch unser Casting für die Rolle von Klaus. So. Und dann habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn ich ihn in neuen Kostümen in seinem Schlafanzug und so sehen konnte. Weil das war schon so ein bisschen der Aufhänger für mich. Okay, mal gucken, wie sich das entwickelt und was daraus wird. Oh ja, das ist auf jeden Fall ein sehr bemerkenswerter, schräger und verstörender Film geworden. Und ja, wie kam es dann dazu, dass du jetzt dann A Pure Place wieder aufgreifen konntest? Ja, ja. Es ist auch, ja, wie es so geht. Also der Bunker kam dann raus, der lief zuerst auf der Berlinale, ist dann durch Bildstörungen, ein toller Verleih und ja, Vertrieb und natürlich DVD-Label auch in erster Linie sind rausgekommen. Das hat dann wieder die Tür, nachdem das irgendwie gut gelaufen ist und auch gute Kritiken bekommen hat und auch so teilweise in so eine kleine Welle von anderen Filmen dann irgendwie so eingereiht wurde oder dass die so im Zusammenhang gesehen wurde, hat das wieder so eine Tür geöffnet. Und so war es dann möglich, dann doch den Film beim kleinen Fernsehspiel, beim ZDF unterzubringen mit einem Redakteur, Burkhard Althoff, der auch immer wirklich, muss ich sagen, mutige Sachen macht. Trouble with Being Born hat er betreut und solche Sachen. Haben wir auch schon letztens besprochen. Genau. Und das hat dann, und dann war das schon mal der erste wichtige Schritt. Aber das ging nur, weil wir sozusagen den Bunker gemacht haben, sonst wäre, glaube ich, auch diese Türen sehr schwer zu öffnen gewesen. Also kleine Fernsehspiel ist ja jetzt wirklich echt offen für alle möglichen Sachen. So. Ja, also ich freue mich, also mich, wie heißt der, Christopher Jacobs? Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Der schreibt mich halt immer an und sagt, stellt mir halt so die Sachen vor, von denen er halt meint oder glaubt, dass sie mir die gefallen könnten. Und ich muss sagen, die Quote ist bis jetzt echt immer gut. Cool. So, ja. Also na klar, das sind keine einfachen Filme. Na klar, das sind sperrige Filme, das sind auch mal verstörende Filme. Oder das sind sehr ruhige Filme, die halt nicht irgendwie auf große Action-Set-Pieces oder irgendwie setzen. Aber wenn man sich jetzt mal so den Output anguckt, Endzeit, auch wenn er jetzt nicht mein favorisierter Film ist, aber schön zu sehen, dass es sowas gibt, diesen Oh Beautiful Night, Der Geburtstag, Pure Place, so, ne? Das sind alles Filme, wo man denkt, ah, cool, die sind halt nicht so typisch deutsch, sondern die sind halt mal was anderes. Dafür versucht, eine eigene Sprache zu finden, sich an dem, was man irgendwie kennt oder womit man selbst aufgewachsen ist, zu orientieren, aber versuchen, diese Orientierung in was Neues fließen zu lassen. Und das muss nicht jedem gefallen, das verstehe ich auch. Und ich weiß auch, dass das anstrengend ist für den einen oder anderen. Aber es ist immerhin was anderes. Ja, deswegen, also es ist auch total wichtig, dass es solche Redaktionen gibt oder solche Felder, wo man sowas ausprobieren kann. Ne? Das ist sonst sehr schwer. Und man braucht ja irgendwie den Sender oder den ersten Schritt, um dann die Filmförderung, in die Filmförderung zu gehen. Und auch da ist es dann wiederum schwierig. Wenn man nicht die erste Förderung bekommt, dann ist das Projekt auch wieder stark gefährdet, weil die erste Förderung war dann BKM, also so die bundesweite Förderung. Wenn die nicht kommt mit der größten Summe, dann wird es schwierig, das aufzufangen. Also war auch dann vom ersten Kontakt mit dem Sender bis zur geschlossenen Finanzierung ist auch wieder einige Zeit vergangen. Aber ich denke mal, mit dem Sektenthema, worum es in Pure Place ja geht, plus halt noch die Geschichtsaufarbeitung von Deutschland und Griechenland, da wird doch einiges
noch für argumentierbar gewesen sein. Oder? Genau, man muss auch in diese Richtungen dann natürlich das auch argumentieren und so oder auch natürlich schauen, welche Themen sind werden hier auch dargestellt und so und überhaupt so als ein Film als deutsch-griechische Koproduktion ist auch etwas, was sozusagen auch aus finanzierungstechnischer Sicht natürlich interessant ist. Das war in der Zeit, wo die deutsch-griechischen Verhältnisse vielleicht nicht am besten waren und so und insofern war das natürlich auch irgendwie ein schöner Schritt und für mich natürlich eh einen Film in Griechenland zu machen. Aber klar, es steckt natürlich auch viele Themen drin, die dann da wichtig sind. Plus das Genre, dass es, glaube ich, schon in der letzten Zeit ein bisschen eine Öffnung gibt, dass die Leute zumindest interessiert sind, sich das anzuhören. Auch wenn man merkt, vielleicht, dass nicht alle jetzt alles gesehen haben. Muss man vorsichtig. Ja. Was war denn dein größtes Interesse? Weil ich meine, ich habe Pure Place jetzt sogar heute Morgen noch mal geguckt oder beziehungsweise zumindest mal durchlaufen lassen, um zu gucken, um noch mal alles so auf die Reihe zu kriegen, wie so die einzelnen Abschnitte sind. Und mir ist da doch schon mal aufgefallen, dass der Fokus dann leider, was ist leider, aber ja, dass der Fokus halt schon doch sehr stark bei dem Sektenführer ist. Ja, und ich dachte aber, ja, aber eigentlich geht's doch um die Kinder. Weil schließlich der Film, ja, hinterlässt ja auch ein Statement zu den Kindern am Ende. Ja, ja. Und mir ist halt aufgefallen dann doch, dass der Sektenführer sehr viel Zeit oder Präsenz einnimmt. So. Aber war das unbedingt das dein Mittelpunkt oder ging es um was anderes? Das war eigentlich nur Entwicklung. Also eigentlich stehen schon so auf märchenhafte Weise, standen also für meinen Co-Autor mit Lars Jung, habe ich das Buch geschrieben zusammen, stand schon die Entwicklung der Kinder, die eben unterschiedliche Wege gehen. Es war dann so im Schnitt teilweise, dass man so ein bisschen die Frage natürlich, bleibt man eher an dem Mädchen dran, die in diese Erwachsenenwelt, in diese Oberwelt geht oder aus dem Jungen? Ist das seine Perspektive? Und wir haben im Endeffekt auch im Schnitt teilweise so das elliptisch, Sachen elliptisch erzählt, wo es noch mehr Schritte gab, wie der Junge sozusagen diese Sekte hinterfragt, um das auch einfach noch mehr so auf die Bilderwelt wirken zu lassen. Und weil wir natürlich auch sehr fasziniert von Sam Lubick als Kultleader waren, wirkt das jetzt vielleicht so, dass er da so stark im Mittelpunkt steht. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wie in der Sekte, wo er die zentrale Figur ist. Insofern konnte ich irgendwie damit leben. Aber das ist natürlich interessant, wenn du sagst, so, ich weiß nicht, ob du auch das Gefühl hast dann, dass er vielleicht zu, naja, idealisiert dann dadurch dargestellt wird oder man einfach so ein bisschen so den Anker verliert, aus welcher Perspektive man das sieht. So. Nicht unbedingt idealisiert. So. Ja. Ich fand es ja halt einfach, ich fand ihn ja von Anfang an einen furchtbaren Schauspieler. Ja, ja. Und ich war halt, und du irritierst, oder hast mich halt irritiert dadurch, dass du so manche Szenen bringst, wo ich mich frage, ist da jetzt noch ein bisschen was mehr? Also ist da, es gibt so eine Szene, ich sag mal, die wirkt wie etwas Übernatürliches. Sagen wir es mal so, ich will ja auch nicht zu viel verraten. Ja, so. Ja, ja. Und wo ich mir gedacht habe, löst er das jetzt noch auf? Oder lässt er das irgendwie, ja, wie bei It Follows im Unklaren, woher dieser E-Reader kommt, diese Muschel, dieses einzige digitale Element, was man in diesem Film zu sehen bekommt. Ja. Und man fragt sich die ganze Zeit, ja, wann spielt denn das jetzt? Spielt das jetzt früher? Spielt das jetzt? Warum sagt keiner was zu dieser bescheuerten Muschel? Ja, ja, ja. Und bei dir ist ähnlich. Du hast halt so zwei, drei Momente, wo ich immer dachte, okay, er lässt noch die Restzweifel offen, aber du entlarvst den Mann ja dann trotzdem. Also deswegen, da war ich halt, und dadurch, dass er halt, ich find's halt fokussierter, nicht unbedingt, idealisierter, sondern ich find's einfach nur fokussierter. So, das stimmt. Er ist sicher die zentrale Figur. Ich glaube, es hat tatsächlich damit zu tun, dass man sagt, okay, eigentlich diese Erwachsene-Ebene ist vielleicht noch interessanter als sozusagen die Ebene des kleinen Jungen, der dann beginnt. Und das hatte so teilweise fast was, oder was sehr Naives, was sich dann so ein bisschen mit dem Rest widersprochen hat. Und deswegen haben wir überlegt, okay, wir fokussieren das dann um mich. Und da ist vielleicht so ein bisschen dann bei den Kindern was, oder der Fokus hat sich dann so ein bisschen weg verschoben. Ich fand das halt auch, dass es eher so aus der Sicht der Kinder ja trotzdem erzählt wird. Und deswegen auch diese übernatürlichen Elemente, weil Kinder per se ja eher unzuverlässige Erzähler sind, dass sie ja vielleicht sich eher so gedacht haben, dass das so passiert, weil sie waren ja auch nicht wirklich beeindruckt davon. Also es passiert dann mal so kurz, aber danach ist dann gleich wieder, du Idiot, hör auf damit. Also sie sind ja wieder schnell back to reality. Wie heißt sie, Irina? Irina. Irina ist ja schon, also ich meine, Irina kommt ja runter zu ihrem Bruder in die Schmutz- oder Schweinewelt und sagt halt, ja, man fühlt sich gleich viel besser in seiner Gegenwart und so. Und es ist wie, keine Ahnung, das Erweckungserlebnis. Weil er so ein Menschenfischer halt einfach. Ja, klar, also er ist ein Menschenfischer. Also er weiß ja auch, welche Knöpfe er drücken muss. Deswegen fand ich das ja so reizvoll. Und deswegen finde ich diese Sektenthematik jetzt auch gerade so spannend,
weil ja alle es theoretisch hinterfragen müssten, aber sie eigentlich auch schon zu weit sind. Also deswegen mag ich auch die Firstlings, Erstlinge oder so, plus rein sind. Und dass er ja zwei, dreimal auch so, also scheinbar unpassende Gags macht, wo er dann einmal sagt, dass er wie ein Schwein ist und dann nur sagt, es war ein Gag und man denkt sich so als Zuschauer, war es ein Gag? Es hat was sehr Unberechenbares. Ja. Und ich glaube natürlich, dass auch was, dass ihre Faszination, die hat ganz viel mit der Aufladung von ihm als Person dazu, dass er natürlich so verherrlicht wird, dass man eigentlich jetzt nicht eben mit ihm allein in einem Zimmer ist. Ja. Ob er da jetzt, was er da so dann genau macht. Natürlich versucht er sie da schon irgendwie in so einem dunklen Raum. Ist schon so ein Verführungsspiel in gewisser Weise. Hm. Aber es ist natürlich auch einfach so der Typ, an dem man normalerweise nicht rankommt. Und dann ist sie mit ihm, mit ihm alleine. Ich habe immer noch drei Fragen. Ja. Wessen Überzeugung war es, dass sich Elysium zwischen den Beinen einer Frau befindet? Oh Gott. Ja. Ja. Übernehmen die Chinesen wirklich den Seifenmarkt? What's up? Ja. willst du investieren? Oder, und Soap Unlimited. Ja. Ja, ist der einzige Schoß für die ungewollten Kinder dieser Gesellschaft ein Bordell? Oh Gott, hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich nicht. Nein. Okay, die erste Frage. Siegfried, ich weiß nicht, okay, ob man dazu viel verrät, aber Siegfried, also diese Sekte verspricht den Leuten, die an der Oberwelt sind und die sich immer mit diesem Kultprodukt der Gemeinschaft wachschen, ja den Weg nach Elysion und das ist so das Paradies dieser Gemeinschaft. Und Siegfried, der dann mit Irina so eigentlich das erste sexuelle Erlebnis hat, sieht oder glaubt dann einen Weg oder zumindest Elysion irgendwie zwischen ihren Beinen zu sehen. Und ich glaube, das hat eben so stark mit Siegfrieds Indoktrination eigentlich zu tun. Dass also, dass er in einem Moment, wo er vielleicht irgendwie einem anderen Menschen nah sein könnte oder einem Mädchen nah sein könnte, sieht er eigentlich nur das, was sozusagen ihm von der Sekte in irgendeiner Form eingebläut wurde. Und für mich hatte das natürlich irgendwie, also es ist auch so ein Magic Moment, der nicht weiter, jetzt würde ich sagen, eingelöst oder wie soll man sagen, aufgelöst wird. So, ich sehe, das ist Siegfrieds Sicht, würde ich das am ehesten sehen. Genau, für mich hat das was auch grotesk Komisches natürlich. Es hat auch damit zu tun, dass wahrscheinlich, also dieser sexuelle Kontakt wird ja dann auch von Fuß unterbunden und so. Das ist nicht erwünscht, dass da Sektenmitglieder miteinander rummachen oder zumindest nicht irgendjemand, auf den er vielleicht ein Auge geworfen hat. Und insofern hat das wahrscheinlich auch irgendwie mit diesem verqueren Verhältnis so von Sex und Sektendogma zu tun. Dass ja, und da Sauberkeit, ne? Sauberkeit, ja, das, natürlich. Das finde ich nämlich halt das Spannendste an der Geschichte, dass er da das Elysium vermutet, was eigentlich von so vielen Religionen als das Schmutzigste überhaupt irgendwie gestellt wird. Es ist natürlich die Reinheit. Sie ist ja auch also ganz jung und so. Auch auf diese Weise wird das irgendwie so pervertiert. Das stimmt. Ich hatte, der Film lief letzte Woche, hatte der seine Premiere in Griechenland und da kam irgendwie ein Kommentar von einem Zuschauer, den ich so auch noch nicht gehört hatte, aber der meinte, er fand das interessant, dass sozusagen Elysion zum einen in den Tod führt oder am Ende steht und dann hier in dieser Szene irgendwie so am Anfang, am Ursprung des Menschseins. Okay. So irgendwie, ja. Genau. Das zweite ist die Chinesen. Ja. Ich fand die Szene, ich fand die sehr lustig. Ja, ich fand die sehr lustig, vor allem, weil hier Daniel Friedman, weil er halt auch wirklich so geil reagiert in dem Moment. So. Was ist hier los? Ja. Also was ich erstmal spannend fand, war, dass die Sekte diese Seife, die sie herstellt und die in der Sekte ja so heilig ist und sowas ganz Besonderes, die wird einfach auch nach außen verkauft und landet dann da in einem Hotel oder hier in einem Stripclub im Bordell. So, Mochte ich sowieso, dass oft so diese Sachen, die so von der Sekte intern so überhöht wurden, dann so profan runtergebrochen und dann auch so das heiligste Wasser, wie das profan runtergebrochen wird und so. Diese Verbindung, dieser Kreislauf. Da wird die Seife halt verkauft nach außen in den Dreck. Da darf sie dann irgendwie, keine Ahnung, die Bordellbesucher oder die Hotelgäste oder wo auch immer, die sie noch verkaufen, reinigen. Und gleichzeitig war es auch ein Weg, um zu zeigen, okay, diese Sekte hat auch vielleicht Existenzbedrohung von außen so. Es gibt wirtschaftliche Schwierigkeiten, niemand will diese Seife kaufen. Und tatsächlich ist es so, dass in Griechenland auch nach der Krise und so wurde sehr viel privatisiert und es kamen auch viele Investoren von außen, auch, ich glaube zum Beispiel Frankfurter Flughafen GmbH oder wie auch immer sich dieses Konsortium nennt, haben ganz viel in den Flughäfen eingestiegen und es sind tatsächlich sehr viele chinesische Investoren.
Und das war dann so, wurde da sozusagen, darauf wurde angespielt. Also nochmal so ein kleiner Seitenhieb auf die, ja, kann man sagen, wirtschaftliche Situation in Griechenland. Genau. Beziehungsweise die, ja, vielleicht sogar wirtschaftliche Ausbeutung Griechenlands? Ja, also genau, es ist einfach so, ob das Ausbeutung, in gewisser Weise ist es einfach natürlich eine tragische Situation, wenn so ein Land irgendwie so gezwungen ist, so viel unter Umständen zu verkaufen, sonst will ich das jetzt gar nicht so kritisch oder so kritisieren, dass dann Investoren kommen, aber es ist natürlich schade, wenn ein Land in so eine Situation kommt und dann wahrscheinlich auch zu relativ Dumpingpreisen irgendwann investiert werden kann. Ja, das ist einfach eine Folge auch der Situation und dann der Globalisierung. Tatsächlich, auch wenn man das nicht wirklich sieht, ist auch die Stripperin anscheinend am Schluss war irgendwie chinesischen Ursprungs, aber das hat man nicht so, konnte man da nicht wirklich aber das, erkennen. Ja. Das fand ich dann halt doch nochmal irgendwie auch so einen interessanten Aspekt, so was will er mir jetzt sagen? Ja, also ja. Die Zukunft der Kinder liegt jetzt in diesem Bordell, ja. oder ist es ein Bordell, ja, ja, weiß ich nicht, ein Sinnbild für kapitalisierte Sexualität? Ist das irgendwie der einzige Zufluchtsort, der uns noch bleibt? Ja, es steckt auf jeden Fall da drin in diesem Bild, so dass, dass die Kinder irgendwie in diesem, also das ist genau wie die Sekte, ist das, glaube ich, irgendwie auch so ein Kunstort auf jeden Fall erstmal. Und die Kinder erkennen das natürlich, also hinterfragen das erstmal nicht so richtig. Die sehen da eine Show, ein bisschen wie in der Sekte. Da gab es auch immer, sag ich mal, gab es auch immer Theater. Ja, das kam mir auch eher wie so eine Herberge halt vor. So. Die haben Milchshakes, das ist erstmal irgendwie paradiesisch. Und diesen Hintergrund, den es dahinter gibt, das ist eben eigentlich auch ein, dass es dann um Geld geht und so, den sehen die da nicht. Und auf der einen Seite endet das deswegen für mich irgendwie märchenhaft. Die Kinder sind zusammen und formen irgendwie eine neue Gesellschaft vielleicht, wo es diesen Unterschied zwischen Dreck und Reinheit eben so nicht mehr gibt, sondern das ist irgendwie, diese Gegensätze existieren da nicht mehr und das hat auch was so Unschuldiges, wie sie da sitzen. Und gleichzeitig durchschauen sie vielleicht nicht so ganz, in was für einem System sie da eigentlich sind und so. Aber sie nehmen auf ihre kindliche Weise erstmal, glaube ich, die schönen Lichter und die Milchshakes. Ja. Ja. Schon pessimistisch, war. Oder? Also hast du also, das finde ich immer so ganz, ich habe es irgendwie eher so einen optimistischen Ausklang es wahrgenommen. Es ist interessant, ja, weil ich finde auch, dass es sozusagen, so wie der Film das erzählt, ist es eigentlich total Happy End-mäßig, ja. Weil die Geschwister sind so zusammen, die halten sich an den Händen. Aber genau, es ist ja, aber unter welchen Umständen? Ja, aber das ist halt so ein unwägbares Schicksal, was noch droht, aber sie sind halt wieder vereint und diesmal wird sie halt auch nichts trennen können. Was wahrscheinlich da dann auch wieder nicht so, aber für den Moment, also ich fand das eine schön tröstliche Moment auch. Ich finde das gut, dass das dann so, also wenn das so auch unterschiedlich wahrgenommen wird oder halt so ambivalent bleibt, weil ich dachte schon, ist das vielleicht nicht ambivalent genug erzählt, Ort oder so, ja. Das ist schon ambivalent genug. Also ich habe jetzt man kann das Positive darin sehen. Ich sehe auch das Positive im Moment, weil sie sind ja so gesehen erstmal weg aus der Sekte. Auf der anderen Seite sind sie halt in einem Bordell. Ja? Wo geht's jetzt hin? Und wen haben sie vor allem? Außer vielleicht die beiden Geschwister einander. Aber da sind ja noch genug andere Kinder übrig, die jetzt nicht das Gleiche behaupten können. Oder diese, die auch mit Daniel so mütterlich eher umgegangen ist. Also das dachte ich dann auch so, dass sie dann da halt irgendwie so. Also es wirkte schon natürlich sehr fürsorglich, das Bordell, auch dieser Besitzer oder so, der wirkte schon sehr fürsorglich, aber wer weiß, wenn die Chinesen noch mehr kapitalistischen Druck aufbauen, wie er dann reagieren muss. Das ist spannend. Ja. Also im Grunde gab sogar früher mal eine kleine Szene, wo dieser Übergang noch erzählt wurde, da hat man die Kinder gesehen, die gucken so über die Insel und fragen, was machen wir jetzt und so, und ein Kind sagt, ich hätte eigentlich gerne Elysion, hätte mich jetzt schon interessiert und so dahin zu kommen und so, dieser Traum ist ja jetzt geplatzt und Paul sagt dann so, ich führe euch hin und so. Und das ist halt das Elysion, dass er. Aber es wäre auch wieder pessimistisch, ne? Dann haben wir den nächsten Menschenfinger. So, ne? In gewisser Weise klar. Sie, natürlich, die beiden sitzen ja auch so ein bisschen exponiert und so. Wer weiß, ob sie jetzt irgendwie, wie es da weitergeht. Der Bordellbesitzer zwinkert ihr noch so ein bisschen zu, aber sie wehrt das ab. So habe ich das. Also für mich gesehen, ja. Aber natürlich, wie es weitergeht, irgendwann schließt der Laden. und dann mal gucken. Noch eine Sache, bevor wir so langsam auch, glaube ich, zum Ende kommen müssen. Das tut mir sehr leid. Aber wir haben jetzt schon viel gesprochen. Aber
ich hatte auch das Gefühl, dass du schon so ein bisschen mal noch, ja, die Geschichte, die deutsch-griechische Geschichte und den Zusammenhang und halt auch die Vergangenheit schon mal genau thematisieren willst. Warum war dir das irgendwie so ein Ansporn? Beziehungsweise warum hast du das? Ich weiß nicht, ich meine, setzt du dich viel damit auseinander? War es Zeit, dass man mal wieder ein Statement in der Richtung zu sehen bekommt? Oder was war dein Anreiz, das zu machen oder das einzubauen? Weil du hättest ja, du hättest ja, sag ich mal, die Geschichte in vielerlei Richtungen ausspielen können. Ja. Und wer weiß, warum Fust so geworden ist, wie er geworden ist und so weiter und so fort. Ja. Aber du hast dich jetzt halt, ich will jetzt nicht zu viel verraten, wir haben schon viel verraten, aber du hast dich halt schon eben genau für diesen Geschichtsstrang entschieden und sagst ja mit diesem Geschichtsstrang auch was aus. Das stimmt, ja. Also ich glaube, in Fust steckt schon sowas wie so ein kolonialistischer Retter, der kommt in ein Land, also er hat klar schon seinen Vater eigentlich, kommt irgendwie in ein fremdes Land und wie sagt man da, sieht sich dazu befähigt oder so, die Leute aus dem Dreck zu retten. Ja? Das Great hat auch, finde ich, schon so eine cool, genau, White Savior-mäßig so. Und er ist ja auch, steht ja ganz in Weiß sogar da und so und rettet sie und sagt, ich habe dich aus dem Dreck oder du warst im Dreck. Das ist schon, finde ich, ein bisschen abartiges Statement, aber er sagt das ja alles auch sehr charmant und so. Und das hat sich tatsächlich, die Geschichte hat am Anfang gar nicht in Griechenland gespielt, sondern mit dieser Verlegung nach Griechenland, weil wir auch dieses Bild von der Insel so schön fanden für die Isolation, hat sich erst diese Verbindung von deutscher und griechischer Geschichte und Mythologie ergeben. Und erst so hat Fust diesen deutsch-griechischen Hintergrund bekommen. Und ich fand das natürlich spannend. Ich meine, ich bin selber Deutsch-Grieche, auch nicht so traumatisiert wie Fust, hoffentlich. Aber ich fand sozusagen diese Andeutung von jemandem, der da hinkommt mit einer Chemiefabrik und dann, also die Idee ist, meine Vorstellung ist ja, dass das so Zeit der Studentenunruhen in Griechenland war, das wird alles nicht so richtig erzählt, aber er schnappt sich da eine dieser Zwangsarbeiterinnen und das wird seine Frau und aus diesem deutschen Reinheitswahn und so entwickelt sich dann irgendwie beim traumatisierten Sohn die Sekte und ja, das fand ich schön, aber ohne auch es jetzt zu überdeutlich oder so in irgendwie eine Richtung, aber es ist schon, es schwingt ja schon stark dann im Hintergrund mit und kriegt ja auch diese Backstory, die ja nochmal fast wie so eine eigene kleine Sequenz innerhalb des Films ist, kriegt schon ein großes Gewicht. Also da, nach der Pressevorführung war das schon ein Thema, all den Anwesenden. So. Also da wurde schon gesagt, okay, man muss sich halt mal überlegen, wie früher Seife hergestellt worden ist und so. Und da waren die Rückbezüge waren für die Leute schon sehr eindeutig. Ja, das ist interessant, weil es tatsächlich am Anfang gar nicht so, im Anfang der Entwicklung nicht irgendwie im Vordergrund gestanden hat oder so. Ja. Okay. Ja. Ja, das ist aber krass. Es ist wirklich interessant. Es ist natürlich echt, weil man sich auch schnell natürlich auf, sag ich mal, heikles Terrain begibt und so. Das waren natürlich dann auch die Kinder, die da in der Fabrik fast ersticken und sowas. Es war nicht am Anfang sozusagen daraufhin geschrieben. Okay. Aber du hast dann gedacht, okay, das muss dann rein? Es hat sich aus der, ich will nicht sozusagen die Verantwortung dafür, dass wir das gegangen sind, sondern es hat sich aus der Chemiefabrik des Vaters sozusagen die Backstory entwickelt und dann, wie kommt man da hin? Und natürlich auch, auch sein Gehilfe und so und auch den Mantel, der er trägt, das hat sicher sowas ein bisschen Wehrmachtsmäßiges und so. Aber es stand nicht sozusagen am Anfang der Entwicklung. Ich glaube, nur diese Verbindung natürlich mit so dem richtigen Deutschtum, das der Vater von Fust auch verkörpert. Ja? Also wenn der Vater redet so, man muss die Dinge reinhalten und man denkt, okay, der Vater ist irgendwie da in den 70ern so und so alt, dann ist er schon dementsprechend sozialisiert worden. Und das in so einer totalitären Sekte, sozusagen die Nachwehen davon und so, das steckt jetzt auf jeden Fall drin. Das ist so, ja. Cool, ja. Cool. Vielleicht noch ganz schnell, was geht bei Rafe? Ach so, ja. Also vielleicht das nochmal als Projekt kurz anschneiden, weil das kommt oder du arbeitest zumindest. Genau, wir arbeiten dran. Rafe ist ein Projekt, ist ein Film, den ich mit einem Co-Autor zusammen entwickle und Co-Regisseur Viktor Jakovlewski, den ich auch schon sehr lange kenne. Der hat einen tollen Film gemacht über Feuerwerk und Ekstase in Mexiko. Brimstone and Glory heißt er. Und wir entwickeln einen Film, der eigentlich komplett in einem Club spielt. Also so das rauschhafte Erlebnis einer Nacht in einem Techno-Club. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das Drehbuch zu schreiben.
Braucht ihr noch Rave? Braucht ihr noch Rave? Raver, ja. Oder was meinst du? Ja, genau. Also könnte sein, dass wir da brauchen zum Entsprechen. Ja, ich habe gesehen, du machst auch Musik und so. Ja. Und ja, kann sein, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Raver dann brauchen, wenn es losgeht. Mal gucken, wie dann hier überhaupt die Situation ist und so. Ja, aber stimmt, kommt auch hinzu. Grundstory ist noch mit der Platte, die an. Genau, das ist so eigentlich so eine Art Heldenreise. Der hat eine Mission, ein erfolgloser oder mittlerweile erfolgloser Techno-Produzent will seinem großen Idol. Wir haben da einfach Jeff Mills gesetzt, weil das natürlich eine große Techno-Ikone ist, der in dieser Nacht spielt. Er will ihm seine Tracks übergeben auf einer extra dafür gepressten Platte. Und das ist die Mission. Und natürlich geht das auf und ab und erlebt sozusagen das Rauschhafte. Ja, auf und ab. Platte. Genau. Er hat es auf eine Platte. Er hat es auf eine Platte. Er hat White Label gepresst. Ich habe gelesen, dass selbst Jeff Mills spielt, glaube ich, teilweise, oder spielt, weiß gar nicht, ob der noch Platten spielt, teilweise auch nur USB. Aber bei uns ist das halt so. Das ist die Platte, die muss zu diesem Typ und dazu muss er durch diesen. Und heißt das, der Film spielt dann in der Vergangenheit? Der spielt ein paar Jahre zurück, so, ja. Aber auch jetzt nicht in den, ja, genau. Ja, aber wenn du dem DJ ein White Label in die Hand drückst, ich meine, das hat man früher gemacht. Ja. Ne? Und ich meine, Jeff Mills, ich habe den mal gesehen, wie der halt, das war geil, da hat der einen eigenen Typen hinter sich stehen gehabt, weil er sich gedacht hat, okay, ich mach heute mal feuer ich raus. Der kam dann auch mit so 3 Plattentaschen oder so an und hat halt wirklich innerhalb von einer Minute immer wieder eine neue Platte reingemixt und hat immer nur so zack, zack, die Platten neben dem Typen hinter sich gehalten, der hat die entgegengenommen, hat ihm die nächste in die Hand gedrückt und er hat wieder reingespielt. Ja. Ja, ja, und ich glaube sogar teilweise auch mit 3 Decks. Also der Typ, Jeff Mills, meiner Ansicht nach Circus Bells ist, glaube ich, von ihm, ne? Großartiger Techno-Produzent. Oh, ich bin cool. Ja, ich macht mir sehr viel Spaß, das zu schreiben, so, weil es natürlich auch sehr immersiv und visuell wird. Und ich hoffe, dass wir den machen können. So. Aber im Moment sind wir am Schreiben. Ja. Ach so, apropos Platte, es wird auch einen schönen Vinyl-Release hier von Pure Plays geben. Genau, auf dem Label aus Berlin, Counterchange. Also Vinyl-Liebhaber, genau. Ich kauf's mir nicht mehr so oft, weil ich muss es halt auch nicht mehr so oft durch die Gegend tragen. Ja. Beziehungsweise zum Glück muss ich es nicht mehr so oft durch die Gegend tragen. Aber ja, es ist halt leider, ich wüsste nicht, wo man sie noch anwenden kann, außer bei mir zu Hause. Ja. Ich meine, ja, bei mir zu Hause höre ich mir das gerne an, kein Problem, da lege ich Platten auf. Ja. Aber du gehst halt kaum noch in einen Club, wo irgendwie ein Plattenspieler steht. So. Fast unpraktisch. Oder wo sie den Pure Play Soundtrack spielen würden. Ja, auf Repeat. Trans-Inducing. Also ich sag mal so, die ein oder andere Retro- oder Synthwave-Party, da könntest du den spielen. Generell hast du beim Sounddesign, also wir müssen ja wahrscheinlich zum Ende. Ich weiß nicht, bisher blinkt es doch nicht so schlimm. Auch bei der Bunker mit Leonard Petersen, wo der schon das Leitmotiv so nach 5 Sekunden quasi, da kriegt man gleich schon so weit. Ja. Also man ist ja sofort gehuckt. Irgendwie. Hier war es jetzt Johnny Gürtler. Genau, John Gürtler und Jan Misere. Genau, der auch Systemsprenger und diverse andere Filme so und mit dem ich jetzt gerade auch wieder zusammenarbeite. Ja. Genau. Also auch da, also so auch von dem ganzen Technischen, was ja jetzt quasi durch die stummen Trailer gar nicht so rüberkommt oder so, aber auch audiovisuell ist das echt immer sehr, sehr stark. Also Sounddesign, was bei der Bunga halt auch eine große Wirkung hat, wenn immer wieder so dieses Leitmotiv dann auftaucht oder so. Ja, oder wenn sie halt mit ihrer Stimme da redet, ne? Mit Heinrich. Ja. Das war schon gut. Ja. Ach, okay. So, wir müssen zum Ende kommen. Es tut mir sehr leid, aber ich danke dir vielmals, Nikias, dass du hierher gekommen bist. Wir wünschen dir viel Erfolg für Pure Plays. Mhm. Und beim nächsten Mal, wenn du wieder hier kommen oder herkommen möchtest, beziehungsweise wenn du Zeit hast und Zeit hast, hierher zu kommen, dann kriegen wir es auch unter, dass du nochmal in der richtigen, regulären Folge mit dabei bist. Das war ja der eigentliche Plan, aber ich glaube, dafür hättest du einfach diese Woche viel zu wenig gesehen. War doch super, ja. Aber beim nächsten Mal kriegen wir es hin, dass du dann auch alles gucken kannst. Und ich freue mich darauf, wenn du wieder Zeit hättest, ebenso, hierher zu kommen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Nikias. Danke, Tino. Danke euch da draußen. Wenn ihr Bock habt auf Pure Plays, wie gesagt, ab dem 25.11. im Kino. Gibt es schon Pläne darüber hinaus? Weißt du schon irgendwas, ob es darüber hinaus noch Pläne gibt? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich denke, nächstes Jahr wird dann über Koch Home Video, Blu-ray, DVD und also so. Also spätestens bei Koch wird er dann auf DVD und Blu-ray erscheinen. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, euch den dann im Kino anzugucken. Es ist auf jeden Fall ein Film, den man nicht so oft im Kino sieht. Lief auch schon auf diversen Festivals. In Sieges zum Beispiel war er auch vertreten. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Talk oder bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. 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 Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.